Der als Nachfolger des Bentley Mark VI auf den Markt gebrachte R-Type wurde 1952 als zweites Serienfahrzeug nach dem Krieg von Bentley verkauft. Während der Entwicklung wurden die Modelle als Mark VII geführt, in der Umgangssprache allerdings als R-Type-Modelle bezeichnet, was aus der Chassis-Nummernprägung RZ abgeleitet wird. Weil an den ersten nach dem Krieg gebauten Mark VI-Modellen stets der kleine Kofferraumaufbau bemängelt wurde und die Konkurrenz bereits mit viel geräumigeren Heckpartien aufwarten konnte, wurde vor allem bei den R-Type-Modellen an der Raumentwicklung des Kofferraums gefeilt. Das Resultat war eine Kofferraumklappe aus leichtem Aluminium und mehr Platz für 4 große und 2 kleine Reisekoffer, anstatt der 2 großen und 2 kleinen Reisekoffer der Vorgänger. Nun ließen sich auch bequem 2 Golfbags verstauen. Ansonsten ist bei den hier gezeigten Standard Steel Saloon Modellen die Karosserie aus kaltgeformtem Stahl und sitzt auf einem Stahlrohrrahmen. Wie auch vor dem Zweiten Weltkrieg wurden bei den R-Type Modellen einige Fahrzeuge mit einer Sonderkarosserie, wie zum Beispiel der Karossiers Mulliner, Freestone, Webb, Redford oder andere ausgestattet. Übrigens werden die R-Type-Modelle in den Papieren immer noch als Rolls-Royce geführt, da Bentley seit 1931 unter dem Patronat von Rolls-Royce steht und auch die R-Type-Modelle in jeder Hinsicht bis auf den Kühler und die Motorhaube baugleich mit den Rolls-Royce Silverdawn-Modellen sind. Der Antrieb erfolgt über einen 4,6 Liter Reihen-6-Zylinder-Motor. Die Technik des Motors galt zu jener Zeit als revolutionär. Ein wassergekühlter gusseiserner Motorblock mit einem Aluminium-Zylinderblock, einer Bohrung von 92,08 mm und einem Hub von 114,3 mm bringt das Fahrzeug laufruhig auf bis zu 164 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Hitzeprobleme kennt ein gut gewarteter Motor nicht. Die Gemischaufbereitung erfolgt über 2 SU-H6 Vergaser. Eine Viergangautomatik überträgt die Antriebskraft auf die Hinterräder. Diese Automatik sollte auch noch in den Nachfolgermodellen zum Einsatz kommen. Fahrwerk besteht aus einzelnen aufgehängten Rädern an Schraubenfedern an der Vorderachse und einer Starrachse hinten, mit halbelliptischen Blattfedern auf jeder Seite. An den Vorderrädern wirken hydraulische Trommelbremsen, an den Hinterrädern mechanische Seilzugbremsen, die über einen Servoseilzug vom Getriebe aus gesteuert wird. Im Innenraum herrscht britische Gediegenheit. Um die Passagiere im Fond vor der Sonne oder ungeliebten Blicken zu schützen, lässt sich von der Fahrerseite aus eine Jalousie am Rückfenster schließen. Die R-Type-Modelle wurden im Zeitraum von 1952 bis 1955 gebaut.